السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alles Lob gebührt Allah. Ist der König der Könige. Ist der Einzige, der über seine Schöpfung richten kann. Ist der dir das Leben gegeben hat. Und ist der von dir das Leben nehmen wird. Verursacht der Tod, während der Tod keinen Einfluss auf ihn hat, weil der ewig Leben ist, der selbst Existierende. Allah, der die Erde am jüngsten Tag begriffen nehmen wird und die den Himmel mit seinem Rechten zusammenrollen wird und spricht: Ich bin der König. Wo sind jetzt die Königin dieser Erde? Wo sind die von ihrer Helligkeit und die Schönheit getäuscht sind? Ich bin der König. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihnen gebührt. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Wo die ganze Erde am Tag der Aufstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seinen Rechten zusammengefaltet sein werden. Preis sei Allah, erhaben ist Allah erwähnt auch im Koran: يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ. يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ, dass wir in den Tag, an dem sie vortreten vor Allah subhanahu wa ta'ala, wobei nicht von ihnen vor Allah verborgen bleibt. Wir stehen vor Allah subhanahu wa ta'ala und wir können nichts von Allah verbergen. Allah spricht in dem Tag und sagt: Wem gehört heute die Herrschaft? Allah antwortet sich selbst und sagt: Allah, dem einen, dem All Bezwinger. Es kehrte alles zum Anfang. Allah und nichts anders. Lob gebührt Allah, der die Macht über alle Dinge besitzt. Es gibt keine andere Macht und keinen Einfluss außer sein. Allah schöpft diese Welt, die Sichtbare und die Unsichtbare. Allah hat es geschaffen, erschaffen. Allah erschuf die Erde, alles, was darauf ist und alles, was drin ist. Allah schickte seine Bote, seine Gesandete und die Propheten mit ein und denselben Botschaft, At-Tawhid. La ilaha illallah. Das heißt, dass nichts, aber auch gar nichts anbetungswürdig außer ihm. Er zeugt nicht und nicht gezeugt worden. Wir lesen so oft Surat al-Ikhlas. Vier Verse. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
Kufwan Ahad. Surat al-Ikhlas, vier Versen nur. Entspricht ein Drittel vom Koran. Wenn man die Bedeutung vom Koran betrachtet, kann man den Koran auf drei Kategorien aufteilen. Das erste Kategorie, Monotheismus, Tauhid. Zweite Kategorie ist die Urteile, Al-Ahkam. Dritte Kategorie ist die Nachrichten und die Geschichten. Und da Surat al-Ikhlas die drei Arten von Tauhid besitzt, ist so ein Drittel vom Koran im Surat al-Tauhid, im Surat al-Ikhlas. Allah, der Absolute, schickte seine Bote zu dieser Erde mit einem Kernbotschaft. Diese Kernbotschaft wurde durch die Böse von der Hände von Menschen meistens verändert. Und deswegen verdiente die letzte Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, beschützt zu werden. Nicht, weil die Botschaft anders ist. Die Botschaft von Adam alaihi salam bis Muhammad alaihi salam sallallahu alaihi wa sallam sind dieselben, die gleiche. Sie haben alle gerufen, dass La ilaha illallah ist. Und weil der Prophet Muhammad der letzte Prophet ist, also nach ihm kommt kein Prophet mehr, musste diese Botschaft beschützt werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wahrlich, wir selbst haben diese Ermahnung hinabgesandet und sicherlich werden wir ihr Hütten sein, werden wir ihr beschützt sein. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala garantiert, dass diese letzte Botschaft beschützt werden und die bleibt bis zum Rechnungstag. Diese Botschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala seit mehr als 1400 Jahren geschickt hat und die beschützt hat, existiert und sagt uns und die beschreibt uns, wie diese Erde entstanden hat. Wir Menschen kommen vor 40, 50 Jahren ungefähr und sagen, es gab mal einen Urknall, sogenannten Big Bang. Und dadurch ist diese Erde entstanden. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Haben diejenigen, die ungläubig sind, nicht gesehen, dass die Himmel und die Erde eine einzige Masse waren? Da haben wir sie getrennt und alles Lebendige aus dem Wasser gemacht. Wollen Sie denn nicht glauben? Diese, was die Menschen als Big Bang bezeichnen, die Entstehung, die Erde, damit wir das etwas verstehen, stellen wir vor, dass wir eine Quelle haben, irgendeine Quelle in der Hand haben. Wir drücken sie ganz stark zusammen, dass sie enger und enger zusammenkommen, dass so viel Energie drin steckt. Und auf einmal lassen sie los. Was passiert dann? Explodiert die. Es fährt Explosion. Und in der Regel, eigentlich sollte ein Chaos entstehen. Aber was passiert bei Allah subhanahu wa ta'ala?
ein perfektes Universum, ein schönes Welt ist dadurch entstanden. Die Himmel und die Erde, die waren so eine Quelle zusammen. Sie waren eng miteinander. Und auf einmal ein Boom gemacht. Stark. In der Regel Chaos soll entstehen. Aber wir haben ein perfektes Universum bekommen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala es wollte. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Sein Befehl, wenn er ein Ding will, ist nur, dass er spricht, sei und es ist. Und wenn wir die arabische Sprache ein bisschen kennen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Nicht, dass es sein wird, nein. In dem Moment, in dem Allah subhanahu wa ta'ala es will, wird auch geschehen. Es gibt keine Zeitspanne zwischen dem Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala und dem Existenz von diesem Befehl. Nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala gibt einen Befehl und dann eine Zeitspanne dazwischen und dann wird dieser Befehl realisiert. Nein, sofort, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas will, passiert es. Deswegen, dass er spricht, sei und es ist. Nicht, dass es wird, nein, es ist es. In diesem Moment. Und wenn man das so sieht und erkennt, ein weiser Mensch sollte sich dann mal Fragen stellen. Warum bin ich hier? Und was will Allah subhanahu wa ta'ala von mir? Ein Beispiel, das ich immer erwähnt habe. Stell dir vor, du wachst auf einmal auf, du findest dich in einem Zimmer, neben dir einen großen Tisch mit alles, was du möchtest, Essen und Getränke und alles. Die erste Frage, die du dich fragst, warum bin ich hier? Wer hat mich hierher gebracht? Was mache ich denn hier? Und wenn wir das größer dann machen, wir sind auf einmal auf diese Erde gekommen, müssen wir uns auch die gleiche Frage stellen. Warum bin ich hier? Bin ich hier für einen Zweck? Und wenn ja, was ist von einem? Für welchen Zweck bin ich hier? Was will Allah subhanahu wa ta'ala von mir? Und der Einzige, der auf diese Frage antworten kann, ist der Schöpfer selber. Ist Allah, der alles erschaffen hat. Keiner kann diese Frage antworten, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala von dem ersten Mensch hat es angezeigt, warum er uns geschaffen hat. Hat dich und mich, hat uns alle geschaffen, damit wir ihn anbieten, ohne Teilhaber. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Das ist die Botschaft aller Propheten. Hat Allah subhanahu wa ta'ala von Adam alayhi salam angezeigt. Ihr seid alle dafür geschaffen. Wir müssen eines wissen, dass wir auf diese Erde, damit Allah uns testen, damit Allah uns prüft. Deswegen sind wir geboren und deswegen sterben wir auch. Noch kommt die Frage, wer ist dieser Tester? Wer ist dieser Schöpfer, der alles für uns geschaffen hat und uns auch geschaffen hat? Wir reden über einem Herr,
der die Himmel und die Erde geschaffen hat. Alles, was darauf ist und was darin ist, geschaffen hat. Wie gewaltig ist dieser Herr? Auf dieser Erde, in dieser Welt, leben zurzeit ungefähr 6 Milliarden Menschen. In dem Moment. In diesem Moment. Wir reden in diesem Moment. 6 Milliarden Menschen leben auf dieser Erde. Wir reden nicht über die Menschen, die vor 50 oder 100 Jahren gelebt haben. Oder die Menschen, die unter der Erde sind. Nur in diesem Moment. 6 Milliarden Menschen. Zu diesem Zeitpunkt. Und was ist diese Welt, was Allah subhanahu wa ta'ala, oder diese Erde, was Allah subhanahu wa ta'ala für uns hat, geschaffen hat, im Vergleich, was Allah subhanahu wa ta'ala da draußen noch erschaffen hat, ist nichts und gar nichts. Wenn man die Erde mit dem, was Allah draußen erschaffen hat, vergleicht, die Erde ist gar nicht. Ein Beispiel dafür. Die Sonne ist ein Stern. Wenn wir die Erde in die Sonne einsetzen wollen, brauchen wir 1,3 Millionen Erde, damit es in die Sonne passt. 1,3 Millionen von dieser Erde, von diesem komplexen Welt, kommen in die Sonne rein. Und draußen gibt es zigmal vom Stern, zigmal von Galaxien, die Allah geschaffen hat. Können wir das vorstellen, wie gewaltig Allah subhanahu wa ta'ala ist? Allah subhanahu wa ta'ala hat die Himmel erschaffen. 7 Himmel hat Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Damit wir vom ersten Himmel zum zweiten Himmel erlangen können, brauchen wir 500 Jahre. Vom ersten Himmel zum zweiten Himmel. Und vom zweiten Himmel zum dritten Himmel brauchen wir nochmal 500 Jahre. Wir müssen spüren, wie großartig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Von dritten Himmel zum vierten nochmal 500 Jahre. Vom vierten zum fünften nochmal 500 Jahre. Von sechsten zum siebten nochmal 500 Jahre. 3000 Jahre, damit wir vom ersten Himmel bis zum siebten Himmel kommen. Das zählen wir. Aber die Tage bei Allah subhanahu wa ta'ala ist anders, als wie wir rechnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Wir zählen 1000 Jahre und das ist bei Allah subhanahu wa ta'ala nur ein Tag. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und gewiss, ein Tag bei deinem Herr ist wie 1000 Jahre nach eurer Berechnung. Also wir haben die Erde, die Allah für uns geschaffen hat. Wir haben da draußen Millionen von Galaxien, Millionen von Sternen, die Allah auch geschaffen hat. Wir haben die Himmel, 7 Himmel, die Allah für uns geschaffen hat. Und darüber hat Allah subhanahu wa ta'ala noch der Füßschimmel von Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kursi.
Und diese sieben Himmel, die wir von ersten bis siebten Himmel erlangen können oder wollen, brauchen wir 3000 Jahre, ist nichts und gar nichts im Vergleich mit dem Fußschimmel Allah subhanahu wa ta'ala, mit dem Kursi von Allah subhanahu wa ta'ala. Gar nichts. Damit wir etwas begreifen können, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt uns ein Beispiel. Wir nehmen einen Ring und setzen wir diesen Ring im größte Wüste der Welt. Was ist die größte Wüste der Welt? Sahara. Wir nehmen diesen Ring und setzen diesen Ring im Sahara. Was ist diesem Ring im Vergleich von Sahara? Nichts. Gar nichts. Bedeutungslos. Genauso ist die sieben Himmel im Vergleich mit dem Kursi von Allah subhanahu wa ta'ala. Die sieben Himmel ist nichts, gar nichts, bedeutungslos im Vergleich mit dem Kursi Allah subhanahu wa ta'ala, mit dem Fußschimmel von Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist das für ein Herr? Wie gewaltig ist er, der das alles geschaffen hat? Nach dem Fußschimmel von Allah subhanahu wa ta'ala kommt sein Arsch, Thron von Allah subhanahu wa ta'ala. Und nochmal dem Beispiel. Ein Ring in einem Sahara ist auch nichts. Diesen Fußschimmel von Allah subhanahu wa ta'ala im Vergleich mit seinem Thron, mit seinem Arsch, ist nichts, bedeutungslos. Genau wie ein Ring im Sahara ist. Können wir das vorstellen? Wir sagen, ganze Welt, die Erde und diese ganze Welt, diese ganze Universum, ist gar nicht. Das die kleine ein Teil. Wir werden noch größer und größer, wenn wir nach oben kommen oder wenn wir nach oben gehen. Also die Himmel ist bedeutungslos, nichts im Vergleich mit dem Kursi von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dem Kursi ist gar nichts bedeutungslos im Vergleich mit dem Arsch Allah subhanahu wa ta'ala, Thron von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Arsch von Allah subhanahu wa ta'ala wird von 8 Engeln getragen. Wie sollen die dann aussehen? Diese Engel, die Arsch von Allah subhanahu wa ta'ala tragen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ. Im Rechnungstag kommt Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Arsch. Und 8 Engel tragen diese Arsch von Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Engel, ihr Körper ist im obersten Himmel. Und die Füße im niedrigsten Himmel. Können wir das vorstellen? Wir haben gesagt, 3000 Jahre brauchen wir vom ersten Himmel bis zum siebten Himmel. Und ein Engel, sein Anfang ist bei oben im siebten Himmel und sein Ende ist im niedrigsten Himmel. Wie sieht dieser Engel aus? Und was kommt nach Arsch von Allah subhanahu wa ta'ala?
kommt dein und mein, unser Herr, Allah. La ilaha illallah. Allah sagt im Koran, La tudrikuhu al-absaru, wa huwa yudriku al-absaru, wa huwa al-latifu al-khabir. Die Blicke erfassen ihn nicht. Aber er erfasst die Blicke. Und er ist feinfühliger und kündiger. Wenn wir dieses Bild von Weitem sehen, müssen wir nur eine feststellen. Dass wir Allah subhanahu wa ta'ala mit unserem Verfassungsvermögen nicht vorstellen können. Wir können nicht vorstellen, wie Allah groß ist, wie Allah gewaltig ist. Aber wir wissen jetzt schon, wenn wir zum Beispiel unsere Gebete nicht verrichten, unsere tägliche Gebete nicht verrichten, mit dem wir zu tun haben. Mit dem Herr, der das alles erschaffen hat. Am Anfang, bevor alles existierte, wie war das denn? Also Allah hat alles erschaffen. Erde, Himmel, alles. Was drin, was darauf ist, hat alles erschaffen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, wo war Allah subhanahu wa ta'ala, bevor er seine Schöpfung erschafft hat? Antwortet sallallahu alaihi wasallam, es gab Allah und nichts. Nichts über ihn, nichts unter ihm. Nur Allah. Können wir das vorstellen? Allah und nichts. Und am Ende wird es auch so sein. Allah und nichts. Der Gesandte Allah sagt, nichts existierte außer ihm. Nichts unter ihm und nichts über ihm. Das bedeutet, dass der Einzige, die Tatsache, dass der Einzige, der Wert hat, ist nur Allah subhanahu wa ta'ala. Der Wert besitzt, ist nur Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli shay, wa huwa ala kulli shay'in wakil. Gott ist der Schöpfer aller Dinge und er ist Erhalter aller Dinge. Danach hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Thron erschaffen und war auf dem Wasser. Und Allah hat den Stift erschaffen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt zum Stift, dass Allah subhanahu wa ta'ala, als er den Stift, der Stift erschaffen hat, schreibe. Und er sagte, O Allah, was soll ich schreiben? Er sagte, ich schreibe das Schicksal alle Dinge, bis die Stunde beginnt. Alle Dinge sind geschrieben. Also alles, was wir in diese Dunya treffen, erleben, ist auf uns geschrieben. Kulla yusibana
illa ma katab Allahu lana. Und das Einzige, was dann zählt, unsere Aktion auf Allahs Bestimmung, unsere Zufriedenheit mit Allahs Bestimmung. Alles, was auf dich geschrieben ist, triffst du, bekommst du. Nur das, was zählt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, die Welt ist ein Cracker, ein Gefängnis von den Gläubigen und ein Paradies vor den Ungläubigen. Also, damit wir diese Test, diese Prüfung bestehen und vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, mit guten Taten, müssen wir in den Seil von Allah subhanahu wa ta'ala halten. Und man hält den Seil von Allah subhanahu wa ta'ala im ersten Stelle durch das Gebet. Die Gebete bringen garantiert Ruhe und jagt die Sorgen bei Menschen. Wir müssen uns an den Seil Allah subhanahu wa ta'ala festhalten. Möge Allah uns schützen, möge Allah uns recht leiten. Allahumma amin. Es gibt zwei Anliegen, die ich noch sagen wollte. Das erste, dass wir heute im 1. Juli, dass der Tag der Antimuslimen Rassismus in diesem Tag wurde ein Mädchen namens Marwa Sherbini ermordet. Und wir denken an alle, die unter Rassismus gelitten haben, machen Dua für sie. Und dafür ist eine Meldestelle zum Leben gerufen werden mit dem Namen dieses Mädchen, Marwa Sherbini. Und die kann man auch im Internet suchen mit dem Adresse Marwa-Meldestelle. Diese Meldestelle ist gedacht, dass man einfach, wenn irgendein anti-islamischer Rassismus gibt, dass man sich dort anmelden, die zu dokumentieren und dass die Gesellschaft was dafür tun, stärker mit dem Rassismus geht. In diesem Sinne, man sieht, wie der Islam ist. Vor mehr als 1400 Jahren erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, Ja, أيها الناس, إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. O ihr Menschen, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben euch von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen. Und wir haben euch Völker und Stammen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Das ist der Hauptziel. Der Geehrteste von euch bei Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der mehr Furcht bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Oder zu Allah subhanahu wa ta'ala hat. Wir Muslime gegen alle Rassismus. Wir kämpfen das. Ob jetzt gegen Hautfarbe, Nationalitäten. Wir kennen alle die Geschichte von Bilal radiallahu anhu, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, da'uha fa'innaha natina, dass wir unterscheidet werden zwischen Menschen,
wegen Religion oder Hautfarbe oder Nationalitäten. Ein Mensch kennt das nicht, ein Muslim kennt das nicht. Wir sind alle gleich. Und wir brauchen auch, wir beten auch vor eine Gesellschaft, die das auch akzeptiert. Eine Gesellschaft ohne Hass, ohne Gewalt, ohne Rassismus. Wir sehen die Ungläubigen, wir hassen nur den Tat als Mensch, aber als Mensch, wir wünschen ihn, dass er aus dem Höllenfeuer gerettet wird. Und das ist unsere Aufgabe. Aber als Mensch, ich habe nichts gegen ihn. Als Muslim soll ich nichts gegen ihn haben. Umgekehrt, wir wünschen ihm das Beste. Wir wünschen ihm, dass er aus dem Höllenfeuer gerettet wird. Dafür brauchen wir auch eine Gesellschaft, die gegen das alles steht. Gegen Hass und die Gewalt und Rassismus. Wir wünschen uns auch eine Gesellschaft, wo die Gerechtigkeit groß geschrieben ist, überall eingesetzt wird. Nicht gerufen wird, wenn es um Westen geht oder um Osten geht und wenn es um Muslime geht, werden hinter den Rücken einfach geworfen. Wir haben momentan ein klares Beispiel. Die Krieg im Ukraine und die Krieg, die seit mehr als 60 Jahren in Palästina ist. Wie reagiert die Menschen, die ganze Welt darauf? Da gibt es keine Gerechtigkeit. Das wünschen wir uns. Gerechtigkeit im Leben. Gerechtigkeit auf die ganze Erde. Die zweite Sache, die ich erwähnen wollte, heute ist auch der erste Tag von den besten Tagen des Jahres. Die ersten 10 Tage vom Monat Zulhijja. Die sind die besten Tage bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ma min ayyam al-amalu s-salihu fiha ahabbu ila Allahi min hazihi al-ayyam. Damit ist gemeint, diese 10 Tage. Qalu ya Rasulallah, wala al-jihadu fi sabilillah? Dass man Jihad macht, sagt, wala al-jihadu fi sabilillah. Illa an yakhruj al-rajul binafsihi wa malih, fala yarji' min zalika bi shay. Außer, dass man mit seiner Seele und seinem Vermögen Jihad macht und kommt nicht zurück. Alles ist für Allah subhanahu wa ta'ala gegeben. Ist er Schahid und alles, was er hatte, sind für Allah subhanahu wa ta'ala gegeben. Also diese 10 Tage müssen wir richtig nutzen. Wie nutzen wir diese 10 Tage? Eins, Allah häufiger bedenken. La ilaha illallah. Allah, immer bedenken an Allah subhanahu wa ta'ala. Immer Zikr machen. Zweiten, fasten. Wenn man kann, die neun Tage fasten. Außer wenn man jetzt Hajj macht oder Umrah, dann soll er nicht fasten. Aber diejenigen, die kein Hajj oder Umrah machen, die 9 Tage fasten, wenn sie können. Insbesondere den Arafat-Tag. Es wurde bestätigt vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich erwarte von Allah subhanahu wa ta'ala, dass das Fasten in diesem Tag die Sünde eines Jahres davor und eines Jahres danach vergeht. So groß ist diese Belohnung oder so erwartet das Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist eine Chance.
dass wenn man diese Tag einfach fastet, Tag von Arafat. Also nutzen wir diese Chance von Allah subhanahu wa ta'ala. Und ganz am Ende, am 10. Tag, wenn man kann, dann den Opfer von Allah subhanahu wa ta'ala schlachtet und weiter am Bedürfnis geben oder er selber fastet, er selber isst, das ist nicht der Sache, aber dass man opfert für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das ganz Wichtige. Möge Allah uns beschützen, möge Allah uns recht leiten, möge Allah uns ins Paradies eintreten lassen, möge Allah uns den Islam richtig praktizieren, wie Allah subhanahu wa ta'ala möchte. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.